Dann dürfen wir mal anfangen. Herzlich willkommen zum Joomla Day. Wir machen heute einen Workshop. Der ist ein bisschen anders im Programm noch ausgeschrieben, als wir ihn jetzt letztendlich durchführen. Patrick Jungblut und meine Wenigkeit Stefanie Thielmann sind von den Webbetreibern und machen gemeinsam ab und zu mal einige Projekte und sind jetzt hier einfach, um eure Fragen auch ein bisschen zu beantworten. Wir möchten in unserem Workshop einfach mal gucken, was ihr so für Seiten habt und die mal in einem Schnelltest durchgucken oder einfach analysieren und euch auch Sachen an die Hand geben, wie ihr selber mit euren Möglichkeiten einfach mal gucken könnt, wie ihr eure Seiten optimieren könnt. Und letztendlich ist es so, dass wir sicherlich heute nicht allzu viel schaffen, weil A, ganz schön viele Leute, was ich ja toll finde, aber B, auch ist so eine SEO-Optimierung natürlich auch immer ein Prozess, der kontinuierlich weitergeführt werden muss. Und darum kriegt ihr sicherlich heute auch alle noch Hausaufgaben. Damit wir das Ganze irgendwie auch ein bisschen irgendwie durchsuchen können oder dass irgendjemand uns auch Seiten geben kann, wäre es ganz nett, wenn ihr twittert. Erstens ist das natürlich für den Joomla Day gut, wenn ihr die Hashtags verwendet. Und zweitens bringt es eurer Seite vielleicht auch schon gleich ein bisschen was, einfach Social Media mal durch die Welt zu schicken. Ja, und an der Stelle würden wir eigentlich anfangen wollen. Das ist eins vielleicht noch, ich habe unten schon so ein paar Fragen gekriegt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, wo wir keine Seite für sehen müssen, immer gerne. Also unten kamen jetzt ein paar Fragen, welche Keywords sind denn überhaupt interessant für meinen Bereich oder für die Webseite? Das können wir natürlich auch ohne Webseite klären. Ja gut, dann vielleicht die erste Frage. Ohne Seite, ich will ein Kultur- und Freizeitverzeichnis aufsetzen mit Zogi und könnte dort jetzt auch diese Rich Snippets einsetzen. Macht das noch Sinn für SEO oder nicht? Weil der Outward-Tag wurde ja dann wieder im SEO gelöscht und diese Sternchen fallen bestimmt auch bald raus, weil sie auch sehr stark manipuliert wurden als Bewertungssternchen. Macht es noch Sinn, dass man das, sich die Arbeit macht, da diese Rich-Snippets noch einzubauen oder nicht? Kurze Rückfrage, wurde das mit aufgenommen? War das laut genug? Wunderbar. Auf jeden Fall. Das Ausblenden in den Suchergebnissen hat nichts damit zu tun, dass deine Seite dadurch besser gerankt wird. Und wie stark Google das einfließen lässt, ist letztendlich nicht klar, aber ich würde sie auf jeden Fall drin lassen. Ganz interessant dazu noch, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt einen Tester dafür, für diese Rich Snippets. Den kann ich gerne mal zeigen. Der war irgendwie ganz hinten, weil wir dachten, das machen wir, wenn alles andere durch ist. Da muss ich mal kurz gucken. Wo haben wir den? Suchen wir einfach mal. So, das ist dieses Structured Data Testing Tool. Das sieht so aus. Da könnt ihr eure URL eingeben und letztendlich guckt die dann, ob diese Datensachen völlig in Ordnung sind oder nicht. Ganz wichtig, unbedingt ausprobieren, weil die sind ja relativ komplex und das Ding zeigt sehr, sehr gut die Fehler an und man kann es dann auch einfach beheben. Beantwortet das die Frage soweit? Ja. Okay. Ja. Noch eine Frage, und zwar bei den Google-Suchergebnissen wird immer so ein Satz kommt von Google. Die Beschreibung. Beschreibung, ja, so eine Kurzbeschreibung. Wo gebe ich das bei Joomla ein, dass die Suchergebnisse diesen Satz haben? Das ist gerade bei Joomla eben eine Geschichte dessen, was tatsächlich ausgegeben wird. Das kommt darauf an, ob diese Beschreibung jetzt oder ob ein Artikel nur angezeigt wird, ob es ein Menüpunkt ist, der angezeigt wird. Dritte Alternative, Kategorien, wenn Kategorien angezeigt werden. Und da muss man immer wissen, welches Modul jetzt gerade angezeigt wird oder was genau eben als Zielseite da ist.
Und bei Menüpunkten, danke, da ist es eben direkt als Meta-Beschreibung zu hinterlegen in dem Menüeintrag selber. Also wenn man jetzt eine reine kleine Seite hat, wo alles in Einzelpunkten im Menü ist, dann ist es beim Menü anzugeben. Ansonsten sieht das bei den Seiten ähnlich aus. Das heißt, da einfach in den Beitrag rein. Und da war es, ja, wo war es? Da war es bei den Veröffentlichungen. Das wäre im Beitrag. Die Eintragung im Menü überschreibt das, was im Beitrag dran steht. Genau, und wer einen Blog angelegt hat, da wäre es eben dann in den Kategorien. Genau. Aber ganz wichtig, Google nimmt das, was du da einträgst, nicht mehr hundertprozentig. Wenn die meinen auf der Website, dass irgendwas, was besser zu der Suchanfrage passt, dann nehmen die irgendetwas aus deiner Seite. Also es ist ein Angebot für Google, aber es ist nicht garantiert. Ja. Es ist so, dass die, wenn du jetzt da nichts einträgst, dass sie automatisch das nehmen, je nachdem den Eintrag, den du ganz vorne drin hast bei der Konfiguration. Ja. Das heißt, das ist quasi die Basis, und wenn du dann irgendwas einträgst, dann wird das genommen oder beziehungsweise Menü oder Kategorie. Die Frage war jetzt, was ist, wenn das leer bleibt? Ob dann der Haupteintrag genommen wird, der von der Seitenkonfiguration, eben aus der Hauptkonfiguration von Joomla existiert. Ja und nein. Letztendlich gibt es noch ein sogenanntes Verzeichnis. Demos ist unter Umständen da noch mit drin. Ja, es ist einfach, wenn, also es gibt eben diese Description auf Joomla-Ebene. Das heißt, ich habe eine Joomla-Seite, die Hauptkonfiguration ist durch und da steht irgendwo Beschreibung. Und wenn die gefüllt ist und nichts anderes gefüllt ist, kann es sein, dass sich irgendjemand mal die Arbeit macht und in demos.org Beschreibungen einträgt und nachpflegt. Das ist auch so wie Joomla ein Community-Projekt. Und da sind aber zertifizierte Leute, die dann diese Beschreibungen eintragen. Und wenn da einmal was drin ist, hat man echt Schwierigkeiten, das wieder rauszukriegen. Darum empfehle ich immer, bitte pflegt eure Meta-Description, weil alles andere überschreibt unter Umständen was und ihr kriegt es nie wieder raus. Also wenn bei demos.org was drin ist, wird es schwierig. Wie heißt das? Demos.org? Mhm? DMOZ.org. Sigrid. Ja, es gibt so Plugins, die automatisch, wenn die Meta-Beschreibung leer bleibt, quasi den ersten Teil vom Joomla-Inhalt in die Meta-Beschreibung nehmen. Macht das Sinn? Oder soll man da lieber Google selber das bestimmen lassen? Weil es sind ja viele Webseitenbetreiber dann, also die wissen, dass sie es da eigentlich reinschreiben müssten, sind aber zu faul, das zu machen. Ja. Und da ist die Frage, ob es besser ist, dass man da automatisch, also es gibt so ein Plugin, dass es da automatisch übernimmt. Ist das dann besser oder soll man dann das eher leer lassen? Kommt auf den Text dran, drauf an, würde ich jetzt sagen, das ist so. Also ich würde es immer füllen, weil du kannst einfach da eine Beschreibung einbauen, die deine Keywords enthält. Ja, nur wenn du den Kunden hast, der es einfach nicht macht. Ja. Dann leer lassen und Google selber entscheiden lassen oder das vom Inhalt übernehmen? Oder ist selber entscheiden lassen. Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Thema. Es gibt eine super tolle Erweiterung, die das vereinfacht, gerade bei größeren Webseiten. Man weiß nicht, wo was überschrieben wird. Victor, der hier eben seinen Vortrag gehalten hat, hat da eine wunderbare Erweiterung geschrieben. Dazu, wenn man sich die installiert hat, kann man sich im Frontend der Webseite anmelden. Und dann erscheint, wenn man die installiert hat, oben so ein kleines Snippet. Und wenn man darauf klickt, kann man passend zu der Seite, wo man sich gerade befindet, darauf klicken. Eigentlich. Live ist schön. Okay. Und dann fährt das hier auf. Das Ganze heißt EFSEO. Funktioniert wunderbar. Man kann entscheiden, ob man das zu den Artikeln speichert oder ob es zu der URL abgespeichert wird. Das heißt, da hat man wirklich eine einfache Möglichkeit im Frontend einfach schnell die Daten zu pflegen. Also nach Möglichkeit immer mitpflegen, wenn es irgend möglich ist. Und wie viel darf denn man eigentlich schreiben? Also sagen wir mal so, ich habe jetzt Schokolade, kann jetzt nicht gegen große Anbieter
stinken, platt gesagt, und biete die in Pommer an. Pommer, Schokolade, also Klausel rein. Was kommt da noch rein, wenn ich hier darf? Die Frage war, ich wiederhole es nur für die Aufzeichnung, die Frage war, dass in die Description jetzt zu Schokolade was rein, Schokolade und Pommer. Und wie viel darf dann da rein und was soll rein? Bloß ein Beispiel, aber erstmal war die Frage, wie viel darf überhaupt rein? Und wie soll man es aufbauen? Also wie viel und wie soll man es aufbauen? Wie baut sich das dann auf? Anhand des Beispiels zum Beispiel Schokolade, weil es da gerade viele Anbieter gibt, also wo es jetzt schwer ist, kann auch Eiscreme sein oder kann Handtaschen sein, gibt es ja auch viele Anbieter. Die erste Frage, die sich immer stellt, ist, wo genau ist dann dein Zielpublikum? Weil Schokolade, stimmt, Schokolade ist einfach hunderttausendfach. Genau. Das findest du in allen Möglichkeiten. Und dann musst du dir einfach eine Nische suchen. Du musst dir ein Produkt, ja ein bestimmtes Produkt suchen. Du kannst ja nicht sagen, ja, Schokolade ist alles. Du wirst ja irgendwo auch noch eine spezielle Geschichte dazu haben, nehme ich an. Handgeschöpfte Schokolade, Bitterschokolade, irgend sowas. Sagen wir mal, ich biete in dem Themen auch irgendwie, betreibe dann ein kleines Kaffee. Also lokal, das geht dann um genau. Eine lokale Geschichte, genau. Ja. Und dann, also das ist eben das allererste, was du einfach wissen musst, ist, wo ist deine Möglichkeit überhaupt zu verkaufen? Und das hast du ja selber schon gesagt, Schokolade ist einfach zu großartig, das ist zu viel. Aber wenn du jetzt deinen Ort noch mit reinnimmst und da einfach suchst, dass du da deine spezielle Nische findest, dann ist das auch genau das, wo du dann deine Beschreibung zu setzen solltest. Und, ganz wichtig, der Artikel, der Text, der dazugehört, muss auch genau das widerspiegeln. Also im Grunde ist die Beschreibung immer ein Auszug aus dem Text und sollte im Moment nicht mehr als 170. Ja, ist abhängig vom Gerät. Ja. Auf dem Handy passt weniger hin. Aber letztendlich geht es darum, was bei Google dann sichtbar ist. Und 170, 180 Buchstaben ist schon ein ganz guter Wert. Also für beide, also für die mobilen Geräte sowohl als auch für mobil und für Desktop, ja. Zählen da Leerzeichen mit? Ja, Leerzeichen zählen mit. Bringen Keywords überhaupt noch was? Bringen Keywords was ist eine tolle Frage, also die liebe ich immer. Was ist ein Keyword? Ja, also wenn ich die Schlagworte dann nochmal oder der Disk. Also nicht unter der Description, sondern unter dem Meta-Tag Keywords okay. Einpflegen. Dann, also wenn es um das Meta-Tag-Keywords geht, vergessen. Ist seit 100 Jahren nicht mehr aktuell. Also gefühlte 100 Jahre. Was sich aber jeder einfach ganz klar auf die Fahne schreiben muss, er muss wissen, wozu er ranken will. Und er muss einfach ganz klar auch wissen, wie der Text einfach, wenn es denn Text ist, da einfach mitgehen soll. Und dafür brauche ich die Keywords wieder. Ich muss einfach wissen, worüber ich rede. Also sprich, jeder braucht eine Keyword-Analyse, jeder braucht eine gewisse Möglichkeit, da auch seinen Text aufzubauen. Sollen wir da mal einen kleinen... Ja, wäre jetzt auch mal eine Idee gewesen, woher weiß man, nach welchen Keywords gesucht werden. Ich sag mal, ihr habt wahrscheinlich alle irgendeine Webseite, wo ihr sagt, Schokolade ist ein guter Begriff. Welche Begriffe werden denn mit Schokolade gesucht? Ihr habt sicherlich bei Google schon diese Vorschläge gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt mal mit Schokolade anfangen, dass da Schmelzen, Dresden selber machen und Kalorien kommen, was sehr viel gesuchte Begriffe sind. Das heißt, Google zeigt diese hier an, weil es häufig gesucht wird. Das heißt, hier hat man einen guten Anhaltspunkt, was man in seinen Inhalten verarbeiten könnte, um gefunden zu werden. Das jetzt ist ja eine relativ kleine Auswahl. Da gibt es aber sehr schöne Tools, die das umfangreicher machen. Würde Google in Köln anzeigen, statt Dresden Schokolade Köln? Wir können jetzt mal, das kann sein, möglich, ja. Auch wenn du angemeldet bist, kann es sein, dass du andere Ergebnisse bekommst. Das ist jetzt ein Browser, wo keiner angemeldet ist, das ist heißt relativ normal, aber es stimmt schon von der Verortung her, könnte es durchaus passieren. Es gibt da ein nettes Tool, das Ding heißt Übersuggest. Das heißt, wir haben das vorhin mal unten mit Joomla ausprobiert, wir können das jetzt mal mit Schokolade machen. Hier könnte man auch einstellen, in welchem Land man das machen möchte. Und der fängt jetzt an, für alle Buchstaben des Alphabetes Ergebnisse rauszusuchen.
Das heißt, man sieht hier erstmal, was es noch für ähnliche Begriffe gibt und kriegt dann eine wunderbare lange Liste von Sachen, die häufig gesucht werden. Und aus dieser Liste kann man sich dann halt aus Sicht des Kunden, man muss immer ja aus Sicht des Kunden denken, überlegen, welche Begriffe da für mich, für meinen Laden, für meine Website da jetzt passend sind, dass ich da für meine Begriffe auch wirklich dann so eine Zusammenstellung habe. Und dann kann man eigentlich anfangen, Texte zu schreiben. Da würde ich jetzt mal meine Firmenseite aufrufen. Klar. Würde ich gerne mal zeigen, wie ich das gelöst habe bei mir. Ja? Mhm. Darf ich mal vorne? Na klar. Ja. Also du hast ja praktisch, wenn du jetzt mit deiner Schokolade hast, hast du ja die Begriffe jetzt, ne? Die Vorschläge. Und dann geht es eigentlich nur darum, Inhalt zu schreiben. Schaffe Content. Und zwar Content, der wirklich deine Zielgruppe auch wirklich interessiert. Schreibe einfach. Keine Fachbegriffe oder ähnliches verwenden, das bringt den User nicht weit. Mach halt auch Fahrzeugbeschriftung, Schiller-Lichtreklame. Und habe eben halt angefangen, über die Projekte, die ich dann dementsprechend mache, zu schreiben. Ich schreibe, was ist besonders an diesem Projekt gewesen, was war schwierig, wie haben wir das Problem gelöst, was haben wir da gemacht, Backlinks, dementsprechend ist das auch gleichzeitig mal praktisch meine Referenzseite, dass ich eben halt zu Kunden dort verlinke. Einfach nur Text schreiben, wissen, was man hat, ruhig rausposaunen. Dieses Wissen zeigt dem User ja dann auch wieder, ey Mensch, der hat Ahnung von der Materie. Google sieht, Mensch, da ist viel Text um diesen Bereich Fahrzeugbeschriftung, der kennt sich aus. Diese Website hat einen inhaltlichen hohen Nutzen. Ja? Also Inhalt ist eines der wichtigsten Dinge, die man eigentlich machen kann. Markus? Ja. Wie viel Text hast du da? Das ist jetzt nicht, ich habe die Wörter nicht gezählt. Da ist da noch ein bisschen mehr. Ja, ja. Und das Ranking zu der Seite ist auch... Ja, nicht. Also ich habe sie nicht durchgeguckt, die sehe ich jetzt das erste Mal. Also von daher ist das jetzt für mich keine Seite, wo ich jetzt wirklich ein Gefühl dafür habe, wie gut du rankst oder wie die jetzt vom Prinzip her ist. Ja. Gut. Patrick, sollen wir die einfach mal durchgucken? Weil im Prinzip haben wir ja auch gesagt, wir gucken einfach mal, wie die Seiten so laufen, wie die Seiten so ranken und was ihr einfach für euch auch mal an Tools dafür nehmen könnt, dass ihr auch eure eigenen Seiten einfach mal ein bisschen testen könnt. Und das wäre jetzt dann einfach mal eine Möglichkeit. Gut, also ich habe jetzt hier natürlich auch nicht mit überregionalen Anbietern zu tun, ich habe eben halt mit dem Wettbewerb vor Ort zu tun. Aber ich merke eben halt schon, dass die Kunden definitiv auch über die Website eben halt zu mir kommen. Dann frage ich auch schon nach bei neuen Kunden. So soll es ja sein, das ist ja genau das Ziel eigentlich. Genau, wenn man optimiert, richtig. Dann ne? Bitte. Also hier, wie gesagt, auch nochmal mit Fotos da auch dargestellt, wie wir das, wie wir kleben, wie wir das machen, wo Probleme gelegen haben und eben halt dann darüber schreiben. Ja, aber könnt ihr gerne mal tun. Also wo der Markus sicherlich recht hat, ist, dass Content einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also wenn wir jetzt von Google ausgehen, was ja so SEO-Optimierung oft einfach dahinter steht, da geht es darum, dass die Website in den Suchergebnissen einfach gut angezeigt wird oder auf guten Positionen angezeigt wird. Und da ist Text tatsächlich einer der wirklich wichtigen Faktoren. Jetzt hatte ich da hinten noch eine Frage, die ich eben... Ist die noch aktuell? Ja, ist prinzipiell nochmal auf den Punkt, wie finde ich raus, was wird gesucht? Also gibt es da noch weitere Tools? Nochmal die Keyword-Recherche nochmal ein bisschen dann, intensiver angucken. Vielleicht auch, wenn man darauf dann optimiert den Text schreibt, da gibt es ja auch wieder Tools, den Text nochmal zu checken, wie ist die Keyword-Dichte und... Ja. Super, also mal den Prozess wirklich nochmal mitzumachen. Ja, okay. Dann. Also es gibt von den Keyword-Tools einige mehr. Das hier oben sind letztendlich die Keyword-Tools, die wir so gerne nutzen.
Google Trends haben wir heute Morgen bei David schon gesehen, funktioniert leider nur bei sehr viel gesuchten Begriffen, da werden wir nichts über Schokolade im Regionalbereich finden. Die beiden hier oben, das Übersuggest haben wir schon gesehen. Das ist ein ganz witziges, um vielleicht auch Ideen zu kriegen, über was man so schreiben könnte. Wir könnten jetzt noch mal den Begriff Schokolade nehmen. Und dieses Tool generiert einem Fragen, zu denen man schreiben könnte. Das heißt, müsste ja zumindest, ja. Da ist das. Dauert einen Moment. Genau. Ja, viel Spaß bei der Beantwortung all der Fragen. Aber es ist einfach, also ich denke, ihr könnt es kaum lesen, aber ich fange jetzt hier mal an. Welche Schokolade ist Fair Trade? Welche Schokolade? Oder so, genau. Also es ist einfach alles rund ums Thema Schokolade, was man so beantworten können könnte. Also mit den Fragen könnte eine Website locker füllen. Und was Textlängen angeht, man sollte nach Möglichkeit nie unter 300 Worte gehen. Also das ist so das Minimum für eine Beschreibung. Man kann nie sagen, ob das jetzt wirklich eine gute Sache ist, dass man mehr schreibt, weil wenn es einfach nicht mehr zum Thema gibt, dann lasst das bitte auch klein. Aber wenn ihr ein Thema ausführlich behandeln wollt und ausreichend behandeln wollt, dann ist es in der Regel schon länger als 300 Worte. Und komplett auf der... Bitte? Komplett auf alle. Für die alle eine Seite. Fairtrade Schokolade zum Beispiel. Nee, für jeden einzelnen Content. 300 Worte. Minimum. Genau, also es kursieren Zahlen bis zu 2000 Worte oder 2000 wäre ideal, aber das gilt dann wirklich für ganz umfassend behandelte Themen. Also 2000 ist ein hehres Ziel, die zu schaffen. Ich schreibe viel Content und 2000 ist richtig heftig. Ich habe relativ gute Erfahrungen damit gemacht, dass man einfach nochmal Geld für eine zweite URL ausgibt. Zum Beispiel, die dann den Geschäftszweck plus den Ort zum Thema hat. Jetzt Schokolade essen ist natürlich jetzt ja unmöglich. Kommen wir ein bisschen jetzt vom Thema ab. Dürfen wir das im Hintergrund behalten? Weil das Thema ist prinzipiell wichtig, aber ich würde jetzt eigentlich gerne noch bei den Keywords ein bisschen und beim Text bleiben. Ja. Die Frage nach der URL und der URL-Zusammensetzung ist aber absolut wichtig. Mhm. Gar keine Frage. Gibt's? Also es geht zu dem Thema, wo schreibt ihr dann schlussendlich den Text? Im Joomla Editor oder außerhalb, um praktisch die Keyword-Dichte zu sehen? Oder welches Tool ist da? Also Keyword-Dichte ist in der Zwischenzeit auch eins der ganz großen bösen Worte für die SEO-Welt. Also Keyword-Dichte wird als schwierig angesehen. Es war früher so, dass man in der SEO-Welt gesagt hat, also das Keyword sollte nach Möglichkeit so oft wie möglich auftauchen und die Keyword-Dichte bei so und so viel Prozent liegen. In der Zwischenzeit gehen wir genau den anderen Weg. In der Zwischenzeit heißt es immer bloß kein Keyword-Stuffing. Das heißt also nicht zu oft das gleiche Wort auf der Seite benutzen. Sprich, man sollte ein ausgewogenes Maß finden, dass man einen Begriff vielleicht auch mal einfach mit verwandten Begriffen verwendet, also Synonyme verwendet etc. Und dementsprechend sollte man da auch kein Tool verwenden, das da besonders intensiv das Ganze nutzt. Also ich meine jetzt Tool mit, okay, das Keyword oder das Keyword sollte im Title drin sein, sollte im Text drin sein, sollte in der Meta-Beschreibung drin sein. Da meine ich, welches Tool bedeutet. Der Joomla Editor ist dann relativ simpel, das highlightet dann nicht, ob mir jetzt das Keyword benutzt hat oder wie viel Prozent. Oder, also es gibt halt, sagen wir, im Marketing-Automatisierungsbereich oder gibt es Lösungen, wo man praktisch dann sieht, der Editor oder in der Tool-Base in der onepage.org oder so, dass man den Text erstmal vortestet, wie gut der überhaupt ist, bevor man es dann ins Joomla reinbringt, oder was ist da die Empfehlung? Also im Joomla gibt es nichts und ich halte auch ehrlich gesagt nichts davon. Es gibt ja für WordPress dieses wunderschöne Yoast-Plugin, was einem auf Eingabe eines bestimmten Keywords sagt, wie oft das dann im Text drin ist.
aber der nimmt überhaupt keine Varianten ein. Und ich sag mal, wenn wir ein Keyword Schokolade haben, haben wir eine Mehrzahl, haben vielleicht weiße Schokolade, irgendwelche Kombinationen. Und von daher bin ich der Meinung, dass so ein Tool nicht wirklich funktioniert. Das heißt, da muss man wirklich mal gucken und mit ich sag mal, wachen Augen drauf gucken, dass man wirklich auch thematisch ähnliche Sachen drin hat. Das muss ja nicht immer nur der Begriff sein. Google ist ja wirklich schlau geworden und das kann ja auch alles drumherum sein. Noch eine Ergänzung zu dem, wo sollte es stehen? Es sollte, das Hauptkeyword sollte vor allen Dingen auch in den Überschriften stehen von dem Text. Ganz wichtig. Das finde ich jetzt halt so schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel gerade im Bereich Webdesign, wenn wir da alle irgendwo unterwegs sind und ich sage mal, ich mache das jetzt ja nicht global für einen Ort, ich meine, dann kann ich ja schreiben, Webdesign in Haiger, ja, als Überschrift, aber das nützt mir ja nicht. Ich will ja nicht nur in Haiger, ich will ja den Raum Hessen oder Frankfurt in diesem Radius eingeben. Da kann ich ja nicht als H1-Tag nehmen, Webdesign für Haiger, Frankfurt, Marburg, was weiß ich, das finde ich halt sehr schwierig. Definitiv, ja. So, aber Konkurrenz können wir nicht wirklich wegdiskutieren, die ist ja da. Man kann es natürlich auf Hessen oder irgendeinen Landkreis begrenzen. Es ging jetzt darum, dass ein Keyword, ich wiederhole es einfach nochmal, es ging einfach darum, dass ein Keyword in der Überschrift zum Teil einfach schwierig zu setzen ist, weil es zu global ist. Ja. Ich meine, gut, ich hätte jetzt die Möglichkeit mit diesem, dass ich sage, du bist zwar ein H1, aber siehst aus wie ein H2. Das kann ich ja auch machen, zum Beispiel mit diesem UI-Effekt. Die Möglichkeit, ein H1 zu faken und ein H2 optisch darzustellen? Ja, es geht jetzt um die optische Darstellung. Eine H1 ist eine H1 und eine H1 wird von Google als H1 erkannt und darf genau einmal oder sollte nach Möglichkeit... Nein, ich will jetzt nicht fünfmal H1 machen. Ja? Nicht, dass ich das jetzt falsch verstanden, aber von der Optik her, wenn ich jetzt sage, ich habe einen H1-Tag, ja. Das ist ein H2-Tag, sieht aber aus wie ein H1-Tag. Doch, kein Problem, ja. Ja. Das ist Google ja egal. Genau, das wollte ich sagen. Damit könnte man es auch lösen, oder? Verstehe ich das richtig, dass wenn dir ein Inhalt wichtiger ist, rein optisch, ja. Und du erkennst, dass die Suchmaschine oder wer auch immer, der möchte gern das andere füttern, dass du dann das optisch quasi vertauschst. Genau. Ich sage, das Optische ist nicht wichtig, weil das sieht Google nicht. Das kann man machen, wenn man. Alleine von der Optik her, weil ich eins ja nicht sagen kann, hier nicht so dick darüber schreiben, aber im zweiten Satz könnte ich es ja schon machen. Das ist auch in diesem H1, sieht aus wie ein ganz normaler Artikel. Hat technisch, wenn ich das nur optisch auf eine H1 aufbaue und nicht wirklich in das H1-Tag nehme, dann hat das auch semantisch, also für Google, genau den Inhalt eines ganz normalen Absatzes. Kann man machen, kann man natürlich machen, ist die Frage, was erreicht werden soll. Also es hat nicht den gleichen Effekt für SEO, für die Suchmaschinenauffindbarkeit. Weil es einfach Inhalt ist und nicht... Also ich habe das bei unserer neuen Seite jetzt so gemacht, aber ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie das sich jetzt auswirkt und wie das ist. Und da wollte ich mal fragen, ob Sie da Erfahrung haben. Wir könnten uns das auch im Quellcode mal angucken, die Seite auch. Ja, gerne. www.das-webkonzept.de Mit C. Ja. Jetzt muss ich überlegen, bei welchem ich das gemacht habe. Das andere auch mit C. Das Z als C. Ich glaube, ich habe es oben, wenn Sie in die Leiste gehen bei Hosting, dann kriegst du den Namen. Oder bei Online-Shops. Gehen oder auf Online-Shops mal. Da, okay. Auf Online-Shops lieber? Ja. Da waren wir schon? Okay. Da ist, glaube ich, der H1 bis jetzt. Genau, also H1 ist im Moment Online-Marketing plus Suchmaschinenoptimierung. Ja, dann ist nur bei einer anderen Weitermachen. Bei Online-Hosting, glaube ich, oder? Ja, genau. Da habe ich jetzt zum Beispiel. Ja. Da
Moderatoren fragen, ob man das so machen kann. Genau, wir haben Hosting jetzt halt als H1. Sicheres und günstiges Webhosting Ihrer Projekte ist ein H2. Müsste aber anders sein. Nö. Sieht im Quellcode so aus. Doch. Nein, der Quellcode lügt nicht, genau. Aber jetzt will ich, dass das Hosting zum Beispiel ein normaler Tidy ist, ja, und das sicher so ein günstiges Webhosting beispielsweise der H1. Weil das sieht ja so nichts aus. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache Hosting, ja. Also, solange das Hosting aus meiner Sicht ein Absatz ist, sollte es kein Problem sein. Wenn ich jetzt aber mit dem H2 anfange und dann mit dem H1 komme, dann habe ich die Reihenfolge nicht. Das würde ich nicht machen, aber ein Absatz ganz normal oben drüber sollte kein Problem sein. Ja. Aus dem würde ich doch mal sagen, du bist ein Absatz und im zweiten sage ich, du bist ein H1. Ja. Das wollte ich. Der junge Mann mit dem Kaffee hatte noch eine Frage. Eine allgemeine Frage. Das sind ja so viele Links anzustellen, die ich teilweise mit dem Fotografieren, wenn ich gerade Text schreibe, da ist schon eigentlich umfasst. Die Frage ist, stellen die Folien zur Verfügung oder muss ich die bei Google Docs, oder wie macht ihr das? Haben wir jetzt noch nicht abgesprochen? Sprechen wir jetzt mal ab, wie wir die Folien dann zur Verfügung stellen? Ich würde sagen, wir veröffentlichen das über Twitter nachher, dass dann die Folien über Twitter erreichbar sind. Ja? Die Folie hatte ich noch aufgemacht, weil ja vorhin die Frage nach den Texttools kam. Wir haben die trotzdem mal reingenommen. Das sind zwei von den Texttools, wo man seine Texte mal überprüfen lassen kann, eben nach diesem WDF-IDF-Berechnungsschema, wo Google letztendlich, korrigiere mich, alles gut, letztendlich guckt, zu welchen Begriffen normalerweise in anderen Texten welche ähnlichen Begriffe genutzt werden, darauf abstimmt, ob das wirklich gut passend ist. Es ist ein bisschen, also es geht immer, man muss eine URL auch noch mit hinterlegen und ein Keyword und dann wird eben zu diesem Keyword und dem Text, der auf dieser URL vorhanden ist, dann geguckt, wie ist das Verhältnis, welches Keyword zu welchem jetzt bin ich neugierig. Sehr mutig. Das ist einfach so eine Erscheinungshäufigkeit, die 8, 9. Genau, das ist auch von OnPage. Da war schon einmal der Begriff gefallen. Das ist einer von den großen Tool-Anbietern. Und da gibt es einfach jetzt eine Balkengrafik, die einfach sagt, wie oft ist dieses Keyword dann eben benutzt. Dann werden relevante andere Begriffe zu dem Wort eben auch erkannt. Man muss immer kritisch hinterfragen, ob das, was da tatsächlich gezeigt ist, jetzt auch mit dem Begriff zusammenpasst, den ich wirklich verwenden möchte. Jemand, der jetzt Joomla-Anwender ist, sucht andere Begriffe als jemand, der ein Joomla-Template entwickeln will. Also man muss da eben auch immer gucken, was genau passt jetzt wie zusammen. Und wenn ich nur nach Joomla suche, dann kommt eben alles. Und es wäre schön, wenn das jetzt auch hier noch irgendwann fertig wäre. Wir sollten ja hier das Netz stresstesten. Ja, genau. Ja. Genau, und das ist eben diese Balkengrafik. Und jetzt sieht man hier, also wie die grundsätzliche Verteilung ist zu dem Begriff Joomla. Also das ist jetzt nicht nur für diese Seite, sondern allgemein ist die blaue Grafik. Und diese gelben Dots sind jetzt auf der Seite verwendete Begriffe. Das heißt, wir haben hier jetzt den Begriff veröffentlicht, interessanterweise relativ häufig. Joomla Day haben wir überproportional häufig. Also das ist, geht ein bisschen aus dieser Linie raus. Für Joomla völlig in Ordnung. Joomla.de. Und man sollte sich bemühen, also das ist jetzt ein relativ schlechtes Beispiel, man sollte sich bemühen, mit den Begriffen an der oberen Linie entlang zu hangeln. Also wenn man den Test für seine eigene Seite, für seinen eigenen Begriff macht, sollte man nach Möglichkeit eben die ganzen gelben Punkte möglichst weit oben ranken haben. Es wird immer, lässt du gerade mal oben? Ja. Es wird immer wieder Sachen geben, die einfach völliger
Mist sind, die man einfach überhaupt nicht brauchen kann jetzt mit diesem mit dieser Suchphrase zusammen. Was haben wir da jetzt? Also Safari ist jetzt nicht wirklich das Keyword, was ich zu Joomla dazu packen würde. Columns ist schon schwierig. Viren geprüft finde ich lustig. Da muss man schon kritisch sein auch da mit den verschiedenen Tools. Aber die anderen Wörter sind auch die auf der Webseite vorkommen oder sind das welche, die generell zu Joomla dazu passen? Die zu Joomla dazu passen würden. Das sind generelle Keywords. Und die Tools sind immer nur so gut, wie sie ihre Suchbegriffe pflegen. Das gilt auch für alle anderen Werkzeuge. Wir haben da noch ein paar, da können wir dann nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, das war jetzt ein halbglückliches Beispiel. Hat jemand ein besseres, was er gerne wissen möchte? Was ist mit Web-Analyse-Tools von Google? Die bieten doch auch im Prinzip an, die Suchbegriffe, die auf meiner Seite sind, also die Keywords, wie oft die verwendet wurden, um auf meine Seite zu kommen. Ist das nicht auch so ähnlich? Nur vielleicht dann direkter, also welche Anfragen an Google gestellt wurden dann auch? Sprichst du jetzt von den Webmaster-Tools beziehungsweise von der Search-Konsole? Ja. Also die Frage war, wie dieses Tool ist. Also ob das nicht so ähnlich funktioniert und ob das nicht vielleicht sogar realistischer ist, weil es von Google direkt. Ob das realistischer ist und ob das. Das scheinen ja nur zufällige Begriffe zu sein, die jetzt zu Joomla aufgelistet werden. Und da sind es ja im Prinzip dann die Begriffe, mit denen die Besucher zu den Seiten kommen. Ja, das stimmt. Also auf der Search-Konsole, früher Webmaster-Tools, findet man eben genau die Begriffe wieder, die Menschen in Google eingegeben haben, um eben Joomla zu finden und dann auch drauf geklickt haben. Hier geht es nur darum, was in einem Text zu Joomla passen würde. Das heißt, die Search-Konsole zeigt ja letztendlich an, wo unsere Seite irgendwann mal auf einer Position bei Google in Suchergebnissen angezeigt wurde. Das heißt, das hat ja eigentlich nichts mit dem zu tun, was wirklich gesucht wurde. Bin ich in einem Bereich, wo ich eigentlich angezeigt werden will, aber gar nicht in den Suchergebnissen auftauche, wird mir das in der Search-Konsole niemals angezeigt. Die Werte in der Search-Konsole sind super, um festzustellen, in welchem Ranking befinde ich mich, wo habe ich welche Positionen, wie oft werde ich da angezeigt, wie oft wird geklickt. Dann sind es auch wirklich gute Daten, aber nicht für Begriffe, wo ich noch gar nicht gefunden werde. Und da ist dann sowas, um zu wissen, das sollte ich vielleicht noch in meine Texte aufnehmen, schon etwas besser. Das untersucht dann jetzt nur die Hauptseite oder alle Unterseiten der Domain? Also hat dann jetzt gerade nur die Startseite? Nur die Startseite war das jetzt. Wenn ich dann wissen will, wie es dann weitergeht, muss ich jede einzelne Unterseite. Ja. Machen wir eine kurze Pause, weil wir haben jetzt die erste Session eigentlich zeitlich durch? Oder wollt ihr durcharbeiten? Machen wir 5 Minuten, 10 Minuten Pause? Okay. Starten wir in Runde 2. Hast du gerade deine Tür noch zu? Ja. Dankeschön. Genau, starten wir in Runde 2. In Runde 1 hatten wir jetzt viel Content, Keywords, so drumherum und würden in der zweiten Session jetzt eigentlich ganz gerne ein bisschen auf die Technik eingehen. Das heißt, was ist da relevant und wichtig für Suchmaschinenoptimierung? Wir haben ja mal so ein paar Stichpunkte oder ein paar Stichworte aufgeführt, die ganz wichtig sind. Ich weiß nicht, ich fange einfach mal an zu erklären, also diese Robots.txt, ich weiß nicht, wer sie kennt, wer sie nicht kennt. Das Ding steht im Joomla Root-Verzeichnis. Und das definiert, was Google oder andere Spider so sehen dürfen von den Dateien von Google. Da ist zum Beispiel das Komponentenverzeichnis ausgesperrt, sodass Google da nicht reinguckt. Je nachdem, wie alt die Website ist oder wie oft sie abgedatet ist, ist es aber wichtig, da mal reinzugucken, weil in der Joomla 1.5 war da zum Beispiel auch das Bilderverzeichnis verboten. Und wer einmal immer weiter abgedatet hat und migriert hat, der hat das da unter Umständen noch drinstehen. Das heißt, wirklich da mal reingucken, dass das Bilderverzeichnis freigegeben wird, dass das Template-Verzeichnis freigegeben ist, das Media-Verzeichnis, sodass wirklich alle JavaScripte, CSS-Dateien komplett von Google gelesen werden können. Weil ansonsten wird man unter Umständen nicht so gut gerankt. Zweiter Begriff, dieses No-Index, No-Follow, ist eher was für größere Seiten oder wenn man wirklich Seiten hat, die man nicht im Google-Index haben möchte. Größere Seiten deshalb, Google
arbeitet mittlerweile mit so einem Art Kontingent pro Webseite. Und umso mehr Seiten, die man hat und die das immer wieder crawlen, umso länger brauchen die, um wiederzukommen und eine Seite sich neu anzugucken. Das heißt, hat man wirklich eine große Seite, sollte man die Seiten, die man nicht im Index haben will, da wirklich ausschließen. Ich sag mal, Datenschutzimpressum oder gibt es vielleicht auch noch mehr Sachen, die da wirklich ausgeschlossen werden sollen. Dann haben wir einen Punkt, der in Joomla standardmäßig leider nicht enthalten ist. Das macht Joomla standardmäßig nicht. Und zwar sogenannte href-lang-tags. Das heißt, im Head sollten die Sprache wird angezeigt bei Joomla, aber es sollten auch über diese href-lang-tags andere Seiten in anderen Sprachen angezeigt werden, die passend zu der aktuellen Seite ist, die man sich anguckt. Ich selber benutze dafür immer SA404, um das in den Head der Seite reinzukriegen, weil dann wird das automatisch dort eingetragen. Das ist eine Erweiterung. Kann ich auch mal zeigen, ist relativ groß. Die heißt SH404. Jetzt glaube ich auch zwei Varianten, ne? Eine Pro und eine. Ich glaube, da gibt es nur noch die Bezahlvariante. Die sieht so aus, die kann mehr als nur diese href-lang-tags einfügen. Die kann zum Beispiel auch URLs bauen, die man sich frei definieren kann für jeden Artikel. Wenn es mehrere URLs gibt, interne Joomla-URLs mit Indexoptionen, Item-ID, alles das, was man eigentlich nicht sehen will, dann gleicht diese Komponente das aus, dass wirklich für jede dieser Varianten immer dieselbe URL angezeigt wird. Aber in dem Fall wirklich für dieses href-lang funktioniert es eigentlich wunderbar. Rel Next, Rel Pref ist eine Geschichte, wenn ihr eine Blogansicht habt mit so einer Pagination unten drunter, dass ihr weiterschalten könnt, möchte Google gerne, dass man im Head der Webseite sieht, was die nächste Seite ist und was die davor ist. Das heißt, durch diese Tags wird angezeigt, dass mehrere Seiten, sprich ihr habt diese Übersicht, dass die zusammengehören. Damit zieht Google die für die Suche, ich sage jetzt einfach mal zusammen, sodass es nicht einzelne Seiten sind, die Google indexiert, sondern dass wirklich so eine Übersicht zu einer langen Seite wird dadurch. Auch das ist eine Sache, die dieses SA404 wunderbar macht. Wenn ihr Fragen habt, bitte Fragen stellen. Ich sehe so viel Fragezeichen in den Augen. Ja. Eine Frage. Was ist jetzt eigentlich besser? Macht das SA404 das auch so, dass ich, also aus meinem Verständnis, wenn ich jetzt eine Überkategorie habe und habe Untermenüpunkte, ja, dann sehe ich ja in der URL dann auch manchmal dann die Kategoriebezeichnung dazwischen. Was ist jetzt besser, die Kategoriebezeichnung dazwischen zu haben oder dass es dann direkt auf den Beitrag linkt? Wie es bei SEO meistens ist, kommt drauf an. Gut. Ich denke, Joomla Standard reicht so lange, wie alle deine Artikel im Menü sind. Weil so lange kannst du es ja auch über die Menüs, über die Alias von dem Hauptmenü und dem Untermenü wird es ja wunderschön angezeigt. Und für die Struktur der Seite ist es schöner, wenn du das dazwischen hast. Okay. Aber Joomla nimmt ja den Alias von den Menüpunkten dafür. Genau. Wenn du jetzt aber eine große Seite hast, wo nicht mehr alle Seiten im Menü drin sind, dann nimmt er den Alias aus dem Artikel. Und dementsprechend hast du da ein Problem, die Kategorie zwischenzukriegen. Also wenn ich zum Beispiel eine Kategorie Blog habe und klicke da rein, dann bin ich auf einmal in dem Alias des Artikels und das Richtig. Ist dann nicht so gut. Und sowas kannst du auch durch eine Komponente wie SA404 ausgleichen. Aber okay, da gibt es auch noch weitere, die sowas ausgleichen können. Also da wirklich nur mal Extension Directory gucken, da gibt es einiges. Ja, ich hatte jetzt ein Plugin gefunden, was mir eigentlich dann die Kategorie rausgenommen hat. Ich habe mir die Frage gestellt, was jetzt besser ist, ob ich es da drin lasse oder ob ich es rausnehme. Ja, ist schwierig. Wenn ich jetzt nochmal, wir hatten ja das Schokoladenbeispiel. wenn du jetzt mehrere, ich sag mal, Produktbereiche auf einer Webseite hast, dann ist es natürlich schön, wenn die Kategorie da drin steht. Wenn deine Seite das nicht hat und du eigentlich nur einen großen Bereich hast, dann kannst du es natürlich gut rauslassen.
So, ich denke, jetzt kommen wir mal zu deiner Frage, glaube ich, war das? Das ist die richtige Frage. Die Domain-Variante. Ja, das war eigentlich keine Frage, sondern war eine Erfahrung. Also, wenn die Branche es zulässt und jetzt Schokolade und Essen, das würde jetzt mit der Stadt essen, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, und wenn ich jetzt sage, mit Schokolade essen, das gibt, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hier Schokolade Detmold oder sowas anderes, dann wird das, wird, also dadurch sehr deutlich der regionale Bezug hergestellt. Mhm. Also ich habe das bei verschiedenen Kunden gut hingekriegt und die haben trotz eines, eigentlich nur einer, Gott, was würde David sagen, einer WordPress-inhaltfähigen Seite, also eigentlich eine bessere Visitenkarte, werden die trotzdem immer auf der ersten Seite mit ihrem Buchhandel gelinkt, weil da eben drin steht Buchhandlung-Stadt. Das habe ich zu als Zweitdomain genommen und das funktioniert sehr gut. Ja, ist auch meine Erfahrung, funktioniert aber bei, aus meiner Sicht, nur bei weniger umkämpften Begriffen oder bei kleinen Städten. Ich sag mal, probierst du sowas mal mit Joomla Berlin oder sonst irgendwas, damit wirst du nichts erreichen. Nee, das ist schon klar, das muss man gucken, aber bei dem Preis einer Domain, sag ich mal, ist das eher eine Vernachlässigung, warum um es nicht mal auszuprobieren. Link dann auch auf dieselbe Seite? Oder? Ja, wenn was heißt das Ding, 302 Redirect oder so ähnlich. Okay, dann revidiere ich mal, was ich jetzt gesagt habe. Ich dachte, du baust eine extra Seite auf. Nö, haben wir eigentlich gar nicht gemacht, der Aufwand hat sich nicht gelohnt. Dann ganz ehrlich gesagt hast du Glück gehabt, weil eigentlich heißt es eine Domain pro Seite und Google wird auch nur eine erfassen. Mhm. 302, ja, funktioniert, aber wird auf Dauer nicht funktionieren. Also das funktioniert jetzt seit, weiß gar nicht, seit 7 oder 8 Jahren erfolgreich. Ja, weil sie die Seite, aber im Index wird dann die Seite Buchhandlung-Detmold sein. Beispielsweise, ja. Ja, und die andere ist raus. Und dann hast du einfach Glück, weil die sich im Grunde gegenseitig behindern im Ranking. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für jede Webseite, sondern jede für Unterseite. Es darf nur eine einzige Domain oder eine URL geben. Mhm. Weil ansonsten kommt Google durcheinander. Wir hatten das mal mit einer Seite, die wir als Projekt hatten. Da wurde die Domain umgestellt und es wurde vergessen, die alte Domain abzuschalten. Das hat im 14-tagigen Rhythmus gewechselt, unter welcher Domain die gerankt hat. Gut, das heißt also, wenn dann über den Landing kriegt und dann mit einer Weiterleitung, oder? Ja, das würde ich so machen. Für die Spezialdomain sage ich mal eine Landingpage mit einer Seite und von da auf die Hauptseite dann weiterleiten. Gut, da gibt es ja nachher noch die Veranstaltung, mehrere Seiten mit einem Joomla. Ja. Ich muss es einfach mal ausprobieren. Also bis jetzt haben wir da recht gute Erfolge gehabt, auch gegen größere Wettbewerber. Mhm. Und das hat eigentlich erfreulicherweise schön funktioniert. Was ist da mit BWP und Non-BWP? Gilt genau dasselbe, man sollte sich entscheiden. Man sollte sich entscheiden, nehme ich www, nehme ich mit www, nehme ich http, nehme ich https, mache ich am Ende der Domain einen Backslash oder lasse ich ihn weg. Es sollte immer nur eins sein und gibt jemand was Falsches ein oder was man nicht will, dann sollte das System automatisch umschalten. 301? 301, genau. Ich würde euch gerne ein Tool dazu zeigen, weil es gibt ein wunderschönes Tool, um das zu probieren. Und zwar hat das einen ganz netten Namen. Das ist nämlich der schreiende Frosch. Das ist ein Tool, was, wenn man dem eine Domain gibt, diese Website einmal komplett durchsucht. Und dann anzeigt, sind Fehler in der Seite, ist es mal mit HTTPS, ist es mit Backslash, wie sehen die URLs aus? Da kann man wunderschön sehen, ob das alles sauber weitergeleitet ist oder nicht. Man kann es natürlich auch per Hand probieren und einfach mal HTTPS davor setzen, Backslash dahin. Mit dem Tool geht das ganz gut. Das ist... Ist das jetzt im Web oder ist das jetzt... Nee, das ist eine Software, ist eine richtige lokale Software, die ist kostenfrei nutzbar bis zu 500 Adressen in der Webseite. Das heißt, solange so eine Webseite nur 500, ich sag mal, Seitenbilder, CSS-Dateien hat, ist das Ding kostenfrei. Das ist auch noch da? Die URL? Nehmen wir die URL, oder? Ist Markus nicht mehr da, oder? Der Markus macht das. Ah, da. Markus ist noch da. Ja, okay. Ja. Genau. Die-Design, das war's? Ja, ja. Stimmt schon, oder? Ja. Achso, hast du den? Ja, ja. Das heißt, er fängt dann an und arbeitet hier durch.
ich stehe völlig im Weg. Ne? Ich gehe einfach mal weg. Wie ist das aber hier scheiße? So, das Ding ist jetzt durch. Das hat jetzt einmal die komplette Seite durchsucht. Das heißt, hier vorne sieht man jetzt die jeweilige URL, die er durchsucht hat. Teilweise JavaScript, teilweise Bilder. Hier sieht man das, was ich eben angesprochen habe. Das heißt, hier wird zum Beispiel ein JavaScript blockiert, was in einem Modul ist, was ja eigentlich so nicht sein soll, aber der Entwickler hat halt diese JavaScript direkt in das Modulverzeichnis geschrieben, damit wird es geblockt. Hier haben wir eine CSS-Datei, die in einem Plugin steht. Das heißt, das könnte man schon mal beheben oder probieren zu beheben. Ansonsten kann man neben der URL hier den Typ sehen. Das heißt, hier sehe ich, das ist ein Text, das ist ein JavaScript, hier ist mein GIF, eine CSS-Datei. Hier sind die Statuscodes, das heißt, hier kann ich sehen, ist die Seite angekommen, eine 0 ist geblockt. Wenn ich hier rechts sehe, wir haben hier ein paar, ich da mal draufklicke, die 300, das heißt, wir haben hier mal ein paar Weiterleitungen, das heißt, hier sind ein paar URLs drin, die umgeleitet werden, in dem Fall alles externe URLs. Das heißt, die Seite leitet zu einer externen URL und dann gibt es hier eine 301, ist also von unserer Seite, vom SEO, gar kein Problem. Wenn ihr sowas intern habt, möglichst probieren wegzukriegen. Das heißt wirklich keine 301, das kostet Zeit und Google findet es einfach nicht klasse. Hier haben wir einen Error 500, warum auch immer. Ist auch eine externe Seite, die im Moment wohl gerade nicht funktioniert. Von daher, von den Fehlercodes ist die Seite völlig in Ordnung. Ist ein wunderschönes Tool, um solche Fehler einfach mal schnell zu finden. Auch hier kann man dann auch seine Page-Titles nochmal kontrollieren. Das heißt, es ist das, was wir vorhin hatten, was wir im Browser haben, die Meta-Description und können prüfen, was da eingegeben wurde. Hier ist allerdings Luft nach oben, weil die Meta-Description. Also dieses Tool kann ich wirklich nur empfehlen, lasst es über eure Seite laufen und ihr werdet eine Menge Fehler finden. Was kostet die Bezahlversion? 120 Euro im Jahr, glaube ich, irgendwie sowas. Das geht eigentlich, ja. Ja, Fragen dazu? Steht, diese Seite ist nicht sicher, und zwar ziemlich plakativ. Mit da oben drin stehen, die Seite ist nicht sicher. Ist es dann besser, jetzt für alle Seiten ein SSL-Zertifikat zu haben? Ich muss jetzt sagen, ich glaube schon. wir haben bei vielen Seiten, die wir umgestellt haben, gemerkt, dass überhaupt nichts passiert. Aber ich denke, auf Dauer wird es wichtig sein. Es ist im Moment, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Aussage von John Müller direkt von Google gewesen, dass es halt einfach für Shops absolut zwingend notwendig ist, was ja auch nachvollziehbar ist. Und für alle Kontaktformulare, eben für alles, wo einfach persönliche Daten mit übermittelt werden, da ist es definitiv ganz wichtig. Wer einfach eine Webvisitenkarte hat, der kann die gerne auch einfach unter HTTP laufen lassen. Wie sich das zukünftig entwickelt, das ist der Punkt, wo man bei SEO immer aufmerksam sein muss, kann halt sich morgen ändern. Ich gehe dann einen Error über Google, wenn ich plötzlich auf HTTPS umstelle? Nee, dann. Nee, aber probier es in Ruhe aus. Ja, es sind einfach ein paar Schritte zu beachten. Wenn es nicht richtig eingestellt wird, laufen JavaScripte teilweise nicht, werden CSS-Dateien nicht richtig angezogen, weil es dann Mixed Content ist, genau. In Ruhe vorher ausprobieren, bevor du das einfach online einschaltest beim Provider, weil dann gibt es Chaos. Aber immer mehr Webseiten schalten auch um auf HTTPS, weil das sich das rumspricht. Ich meine, es hat sogar auch schon Abmahnungen gegeben auf den Webseiten, wo nur das Kontaktformular steht, weil genau die Daten eingegeben werden. Das ist jetzt. Also kann vorkommen, kann passieren, also unbedingt umstellen. Also es gibt für SSL-Seiten eine Check-Tool, das heißt NoPadlock. Da kann man checken, ob die Seite wirklich SSL-fähig ist. Das Ding zeigt einem an, welche Links nicht verschlüsselt sind.
Raus. Ja, auch das geht hier wunderbar. Genau, wenn ich hier als Startseite in HTTPS eingebe, dann sehe ich genau, wo noch die HTTP-Dateien kommen und wo auch vielleicht noch interne Verlinkungen sind, wo vielleicht HTTP drin ist. Bei Firefox sieht man es ja dann auch, wenn man damit surft, dass das Schloss dann oben gleich so ein Ausrufezeichen kriegt, das ist halt die externe. Aber um dann rauszufinden, was es wirklich ist, was es blockiert, gibt es eine Seite, die heißt nur Padlock. Und da kann man halt schauen, warum dann dieses Schloss nicht da ist. Da sind auch die Entwickler-Tools eigentlich von Chrome ganz hilfreich. Ja, also ich benutze dieses Tool am liebsten dafür, weil ich es einfach sofort sehe, wo es dann nochmal auf HTTP umschaltet. Von da an. Dazu aktuell noch Fragen? Und zwei, drei Sachen waren noch drauf. Auf der Folie. Ja, das meiste waren die URLs, die wir jetzt eben schon gesehen haben. Es gibt noch diese Canonical-URL, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Es geht letztendlich darum, dass man, auch wenn, ich sag mal, Content auf einer ganz anderen Seite ist, ich kann wirklich definieren, das ist der eigentliche Content, so, dass ich nicht diesen Duplicate-Content vermeide, sprich Google mag es ja nicht, ich habe zweimal denselben Inhalt auf verschiedenen Seiten. Mit dieser Canonical-URL kann ich oben, wenn ich die in den Head der Webseite schreibe, kann ich sagen, das ist aber die Originalseite. Und damit kann ich das verhindern, dass Google einem das übel nimmt. Würde das bei dem Thema Multidomain auch funktionieren? Das heißt, nehmen wir mal an, ich verlinke, wie wir eben schon mal hatten, das Thema eine Domain auf den gleichen Webspace. Ich trage aber die URL ein. Dann ja. Dürfte es doch eigentlich dann kein Problem mehr geben mit der doppelten URL. Richtig, ja. Wo trage ich sie ein? Genau, in dem SA404 geht es definitiv. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, auf SA404, das ist ja, damit funktioniert es. Aber es gibt noch andere. Wie gesagt, guck mal ins Extension Directory. So, sollen wir es vielleicht gerade mal zeigen, das Extension Directory? Ist das jedem ein Begriff? Weiß jeder, wo er Erweiterungen für Joomla herkriegt? Wunderbar. Im Joomla von zu Hause aus, also im Core kannst du es auch einstellen. Ja, aber da kann ich schlecht so manipulieren, dass ich eine fremde URL eingebe. Aber so normal eine Canonical kannst du einfach. Ja. Also ich habe es mir selber programmiert als Plugin und schreibe es einfach in das Plugin rein und dann, egal welche Domain ich aufrufe, es wird immer die richtige angezeigt, weil ich es hart eingetragen habe, das ist hart kodiert drin. Funktioniert auch relativ gut. Könnten wir mal sehen, wie es mit Bordmitteln geht? Ist nur Canonical? Ich wüsste nämlich nicht, wo ich der Ding ist. Ich auch nicht. Viviana. Ich habe es auch irgendwo mal gelesen, gesehen. Das ist doch dieses Microdata-Ding, was rein kann. Nee, das ist unter Plugins. Ah, okay. Das ist unter Plugins drin, ist ein original Joomla-Plugin. SAF, glaube ich, heißt es. Tatsächlich, System-SAF. System, genau. Und da kann man, da ist Website-Domain, das ist den Canonical. Genau. Ach, cool. Dankeschön. Wieder was gelernt. Das gilt jetzt aber global für die ganze Seite. Gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwas da nur eine. Ja, also nicht für Unterseiten oder Landing Pages. Global für alles. Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die bei euch fehlt mit der On-Page-Technik. Und zwar ist es die 404-Fehlerseite. Google möchte ganz gerne, dass die 404-Fehlerseite im eigenen Design der Seite ist. Mhm. Jetzt haben wir ja beim Template die Möglichkeit, eine sogenannte Error-PHP einzustellen und dementsprechend das Design des Kunden dort aufzugreifen. Das sind in der Regel 5 bis 10 Minuten mehr Aufwand. Die meisten vernachlässigen das, genauso wie es die Offline-PHP gibt. Mhm. Und es kommt dann die Standardfehlermeldung von Joomla in dem, weiß nicht, früher war es der rote Balken oben drüber mit dem grauen Kasten, heute sieht sie glaube ich anders aus. Das kann man wirklich verhindern, indem man in dem Template also auch diese Error-PHP anlegt, die dann wie gesagt im Design des Kunden auftaucht. Google schreibt das explizit in seinen SEO-Sachen eben halt rein, dass sie das gerne so hätten. Und da muss auch die Verlinkung des Impressums sein, natürlich. Ja. Oder zur Startseite am besten. Dann ja. Wieder, ne?
Spannend, habe ich noch nie von gehört. Doch, das ist ja auch. Ja. Ich weiß nicht, ob das Thema jetzt nervt, aber ich habe das absolut gerade nicht verstanden mit diesem Canonical. Was passiert denn, wenn ich da in den Plugin die URL eintrage? Was bringt mir das? Ein Canonical Tag, das dann im Header der Seite auftaucht und beide Seiten miteinander quasi verbindet und sagt, das sind die gleichen. Ich glaube, dann fehlt mir aber, war das im ersten Teil irgendwie, habt ihr das mit zwei Seiten, was für zwei Seiten? Die den gleichen Content haben, du vermeidest damit Duplicate Content. Das geht darum, dass Google nicht zweimal den gleichen Content in die Suchmaschine aufnimmt, sondern du sagst damit ganz eindeutig, wenn du zweimal diese Seite findest, dann nimm genau diese eine dafür. Ach, und die andere ignoriert. Quasi ein Siegel, das über die anderen drüber. Genau. Theoretisch kann ich das sagen, die Search Console machen, aber da kann ich auch zwei Seiten ziehen. So arbeite ich nicht. Also wenn das in der Search Console funktioniert, mag das sein, das habe ich jetzt nicht wirklich im Blick. Also wenn wird Canonical Tag auf der Seite gesetzt, bei mir. Das ist aber, ja. Ich habe nur eine Seite einmal gemacht in dem Canonical. Bei Search Console kann ich mir eine Seite rein. Okay. Hast du mit der Search Console? Nee, habe ich noch nie gemacht. Auch noch nicht gemacht, ja. Zum Thema? Aber auch. Okay. Also ich habe das bisher noch so gemacht. Ich bin im Zentralfall, in Sackwelle. Und Abdruck in die Index-PHP einfach im Template dann direkt, aber das gilt dann ja auch wieder für die Gesamtseite. Ja, wenn ich mehrere Domains habe, dann soll die Domain für die Seite nicht sein, die genommen wird für die Suchergebnisse. Mhm. Ja, das ist genau der Punkt. Also man kann das natürlich ins Template reinbringen und dann für die gesamte Seite eben übernehmen. Aber hier war die Frage, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn es für Einzelseiten gilt, dass man dann, also für Einzelunterseiten. Nee, also wenn ich zum Beispiel, also in Search Console kann ich ja die Seite mit www, ohne, mit HTTPS und so alle Seiten individuell anmelden und dann die festlegen, die ich wirklich jetzt als Hauptseite in Google sehen. Aber das geht auch eben für die Gesamtseite. Und mit dem Canonical Tag kann man sogar Einzelseiten eben, je nachdem wie man es braucht, mit freigeben für die Suchmaschinen. Oder ansagen, welche da zuständig sein soll. Also vielleicht als plastisches Beispiel. Das ist halt sehr interessant dafür, wenn man wirklich zwei Firmenseiten hat und auf der einen Firmenseite einen Blog schreibt, einen Artikel schreibt und ganz viel Mühe gibt und auf dem zweiten einfach den gleichen Block mit Copy und Paste einfügt und einfach nicht um sich selbst zu bestrafen, dass jetzt doppelter Content stattfindet und einfach mit dem Canonicaling. Warum tun Sie das? Warum veröffentlichen Sie zweimal den gleichen Block? Nee, ich mache dann eine Zusammenfassung, sage aber, der Originallink mit dem Tag Canonical ist auf der anderen Seite zu finden. Nicht gut? Es fühlt sich etwas schmerzhaft an. Deine ist wahrscheinlich WordPress. Nein, also was? Also ich sehe den Sinn in der Arbeitsweise nicht. Das sind zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen. Das ist ja nicht die gleiche Domain, ist ja auch nicht die gleiche. Dann kriegen die doch auch, wenn ich zwei unterschiedliche Zielgruppen habe, kriegen die unterschiedliche Texte. Per se. Okay. Wo es aber durchaus mal wichtig sein kann, ist zum Beispiel bei Shops. Wenn ich einen Shop habe für Socken, Kindersocken, und die haben einen Text zu Kindersocken und dann ist die Seite mit den blauen Socken eine andere als die mit den roten Socken, hat aber die gleiche Produktbeschreibung drin. Da ist es dann unter Umständen einfach wichtig, dass man das auseinanderzieht. Ja gut, jetzt der Fall könnte zum Beispiel sein, wenn ich, wie er auch sagt, zwei unterschiedliche Seiten habe mit unterschiedlichen Zielgruppen. Sagen wir mal beispielsweise ein Fall Immobilienmanagement und Steuerberater. Die können beide inhaltlich die gleichen steuerlichen Meldungen kriegen. Ne? Also einmal für Immobiliennutzer beispielsweise, die aus dem Einkommensbereich bestimmte Informationen kriegen, gleichzeitig hat der Steuerberater die auf der gleichen Seite. Da haben wir dann wirklich identischen Content, weil das ist ja eine Meldung vom BMF und die ist dann eben für beide Zielgruppen relevant. Dann sollte aber das BMF damit ranken und die anderen zwei nicht. Weil das ist ja dann auch wieder Content von einer Fremdseite.
Also man kann da sicherlich... Nein, das wird dann schon redaktionell bearbeitet. Dann hat zum Beispiel, was weiß ich, eine Durchführungsverordnung gegeben und der wird dann halt eben... Dann ist die Frage, wie weit ist Duplicate-Content überhaupt vorhanden? Dann, also es gibt so eine Grenze, 80% sollte unterschiedlich sein. Habe ich es richtig im Kopf? Also es ist so, ja, und wenn nur 20% wirklich gleich sind, dann gilt es nicht als Duplicate-Content. Und dann fragen wir Google dazu, was wirklich passiert. Also es ist, nur man sollte eigentlich nie, also wenn es unterschiedliche Zielgruppen sind, ist der Text auch unterschiedlich, wenn es um den reinen Text geht. Wie gesagt, also wenn das beste Beispiel... Wenn Finanzgericht irgendeinen Sachverhalt entschieden hat, dann kann ich da schlecht unterschiedlichen Content fragen. Ja, aber dann ist das Finanzgericht mit seinem Urteil letztendlich das, was tatsächlich zu diesem Thema rankt und alle anderen werden dann mit eigenem Sondertext und Beschreibungen und Zusammenfassungen und so weiter unterschiedliche Texte auch aufbauen. Das sind kleine Diskussionen, die können wir gerne hinterher nochmal führen. Ja, das führt einfach zu weit, das ist dann... Ja, aber ich wollte sagen, so selten ist der Sachverhalt. Wir hatten da erledigt? Okay. Gut, haben wir noch was zur Technik? Nee, ich denke, wir sind durch von, damit. Von der mit Technik den sind wir durch. Ich weiß nicht, ob du lesen wolltest, die vielleicht hier auch machen, ist die Sitemap XML. Wichtig. Die Sitemap. Ganz wichtig. Ja, völlig danke. Richtig. Super, haben wir irgendwie nicht dabei gehabt, aber die gehört definitiv dazu. Sitemap ist in Joomla nicht von Haus Nein. aus, sondern muss auch über ein Plugin. Es gibt einige Erweiterungen, Plugins mit Sitemaps. Einige können nur diese Google XML Sitemap, einige können auch, weil es gewünscht wird, eine HTML Sitemap in die Webseite einbinden. Wichtig ist einfach diese Google XML Sitemap. Gibt es 3, 4, 5 gute Plugins im Extension Directory. Nur aktivieren. Und das Ding generiert dann die Sitemap. Man kann bei einigen sagen, nur bestimmte Menüs generieren, macht für mich keinen Sinn, weil man will ja die ganze Webseite haben. Die Sitemap muss dann in der Google Search Konsole angemeldet werden, sodass Google auch weiß, die ist genau an der Stelle und findet sie dort und dann wird sie eingelesen. Und wenn diese Sitemap im Laufe der Zeit wächst und wächst, muss man die dann immer wieder neu eingeben oder geht das automatisch? Nein, Google guckt automatisch von Zeit zu Zeit nach. Okay, danke schön. Aber es ist ganz wichtig, die einfach einmal hinterlegen bei der Search-Konsole. Das spart unheimlich Zeit. Nach meiner Erfahrung macht Google das relativ selbst. Ist besonders zu merken, wenn man an eine Webseite rangeht, die ganz lange nicht geändert wird und man ändert mal was. Das dauert dann schon teilweise sehr, sehr lange, weil die sagen, ändert sich nichts, gucken wir nicht so häufig nach. Ja. Habt ihr ein Produkt, was ihr gerne einsetzt? War ja da die gleiche Frage, ne? Mhm. Also wir nutzen dieses teilweise, wobei das ein kostenpflichtiges ist. Und ansonsten gibt es dieses kostenfrei und kostenpflichtig und das haben wir auch mal getestet und das funktioniert eigentlich wunderbar. Das ist auch eins, was eine HTML-Sitemap noch in die Webseite bringen kann, um dem Nutzer vielleicht noch eine Variante mehr zu schaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pressemitteilungen von irgendwo reinziehe auf meine Webseite, ähnliches Beispiel, und kombiniere die dann mit anderen Pressemitteilungen von anderen Quellen, dann würde doch in der Summe dann der Content, wenn nicht, anders sein? Nein, weil letztendlich guckt sich Google den Text an, die Sätze, und wenn die gleich sind, sind sie gleich. Also ja, man müsste sie wirklich umschreiben. Deshalb habe ich ja gesagt, wir machen ja dann immer eine redaktionelle Bearbeitung noch zu dem Urteil. Ja. Aber das eben halt einmal für den einen und für den anderen Bereich, da ist das dann identisch. Ja, bitte. Für das Sitemap ist es auch am besten, die ganze in den htaccess mit einzutragen, den Parch-Sitemap, weil dann finden auch die anderen Suchmaschinen die Sitemap. Man wollte das nicht immer überall eintragen. Also Google würde die Sitemap auch finden, wenn sie in den htaccess liegt,
Am besten ist sie ins Root reinzulegen. HTX oder Robot.txt? Nee, in die HTX. Nee, genau, richtig, in die Robot.txt, genau. Sie müssen in die Robot.txt rein. Das würde mir schon wundern, wenn HTX das drauf. Nein, das vollkommen recht. Das vollkommen recht. In die Robot.txt reinschreiben, habe ich mich gerade vertan, in die Robot.txt mit rein. Noch besser ist sie gleich ins Root reinzulegen, dann gibt es noch weniger Probleme. Also das wäre dann, glaube ich, das, was ich da so festgestellt habe, was am besten hilft. Guter Hinweis, ja. Ich habe mal noch eine Frage mit den Pressemitteilungen. Wenn ich jetzt für meine Kunden einfach nur wirklich Copy and Paste oder über RSS-Akkreditierung die Feeds mehr reinziehe, wäre es dann sinnvoll zu sagen, okay, überall Canonical Links setzen oder einfach sagen, nur Index. Einfach nur sagen, gar nicht erst indizieren. Wie viel nimmt der Feed ein? Das ist ja auch wieder so eine Frage. Ja, ich würde jetzt spontan mal auf den 10% vom globalen Inhalt. Ja, und ist der dann, also ist das eine Seite, wo der Feed dann komplett auftaucht? Ich gehe davon aus, wenn ich einen Feed reinnehme, dass der für meine Seite, für den Kunden vielleicht einen kleinen Mehrwert hat, ja, aber dass das nicht mein Hauptinhalt ist. Und ich glaube, das kann man vernachlässigen, wenn es nicht wirklich der Hauptinhalt ist, aber dann ist es geklauter Content und dann ist es einfach nicht gut. Ja, deshalb die Frage, ob man halt mit Canonical Links oder wirklich sagt, okay, bitte nicht indizieren, einfach diesen Link. Nicht indizieren würde ich in dem Fall dann sagen. Weil sonst schmückt man sich unter Umständen auch mit anderen Fehlern und da ist Google unter Umständen heikel. Jawohl. Und dann noch eine Frage zu der Sitemap XML. Wenn ich jetzt bei Google die einchecke, diese XML, dann kann ich ja auch über sowas wie Sitemap Pro gucken, dass die URLs schön sprechend sind, gut funktionieren. Mhm. Inwieweit reichert denn Google durch seinen eigenen Bot die URLs, die er indiziert an? Was sind da eure Erfahrungswerte? Solange die erreichbar sind und nicht auf No-Index stehen, probiert ihr alles zu kriegen, was es gibt. Okay. Die Sitemap beschleunigt einfach nur das Einlesen der URLs. Okay, also er nimmt dann beliebig auch noch andere, die funktionieren, wenn ich sie nicht über No-Index ausschließe. Okay. Richtig. Das ist mal die Frage für das Nicht-Indizierte. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund vorhätte, mich mit fremden Federn zu schmücken mit Absicht und tue dies und sage nicht indizieren, und wäre es da die erste Frage, möglich dadurch im Ranking höher zu sein? Also ich habe das nicht vor, das ist jetzt bloß mal... Und die zweite Frage, wie lange kann man so ein Spiel betreiben, ehe Google das merkt? Oder merkt das Google überhaupt? Also ein nicht indizierter Inhalt mir im Ranking hilft, ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, ob Google mich dafür abstraft letztendlich. Wenn ich den Inhalt nicht indiziere, sage ich Google ja, lass die Finger davon und guck dir die Seite gar nicht an. Ja. Wenn sich Google dran hält, hast du keine Probleme oder wenig Probleme. Wenn Google aber der Meinung ist, das habe ich schon mal irgendwo gesehen und ich gucke es mir doch mal an, kann es passieren, dass du abgestraft wirst. Also das ist so, wie wenn man jetzt, sage ich mal, zehnmal in die Kaufhalle geht und steckt sich Käse ein. Wir fahren innerorts vielleicht mal öfter über 60. Ja, und irgendwann steht der Blitzer da. Google hat nicht nur die automatischen Suchen über die Website, sondern es gibt auch ein ganzes Team bei Google, was händisch Websites überprüft. Und da kann es passieren, dass man da dann irgendwann nochmal ganz blöd reinrutscht. Wie das passiert und wem das passiert und wer dann wirklich eine händische Überprüfung kriegt, das ist aber überhaupt nicht absehbar. Das heißt also, wenn man jetzt 10 Produkte anbietet und klaut sich da seine Inhalte zusammen und rankt, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass dann die Leute mal gucken irgendwie. Das ist so wie... Von Wahrscheinlichkeiten will ich nicht sprechen. Nicht im Zusammenhang mit Google. Mach's einfach nicht, mach dein eigenes Zeug. Ja, klar, man kann sich alles zusammen kopieren, aber irgendwann geht der Schuss nach hinten los. Es gab in der SEO-Historie irgendwann mal White Hat und Black Hat SEO. Und ja, genau. Und
Ja, und es wird Google weiter betreiben, dass es immer probiert, da die Leute, die versuchen, Schindluder zu treiben, irgendwie rauszufiltern. Und die kriegen dann halt irgendwelche Abstrafungen. Aber jetzt rein... Technisch funktioniert's. Rein vom Automatisierten her ist jetzt Google noch nicht so, dass das sagt, naja, die indizierte Seite ist jetzt wirklich nicht wichtig und die gucke ich mir an, weil bei der ist es jetzt, also da gibt es noch keine Alarm, also das macht das Team eben sozusagen, die da händisch gucken. Doch, wichtig und unwichtig wird schon unterschieden, weil da kommt es auf den Inhalt eben. Ach so. Also diese Möglichkeit ist noch nicht automatisiert. Das kann man nicht sagen, die sagen das ja nicht, aber es ist technisch möglich. Es gibt eine Webseite, die heißt Copyscape. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört, da kannst du einen Satz eingeben und kannst gucken, ob der schon irgendwo anders steht. Also das ist sowas zu finden, so eine Doppelung, ist kein Problem mehr. Also ich würde es wirklich nicht tun. Ich meine, ob Google einen nun abstraft oder ob der, der den Text geschrieben hat, irgendwie den findet und sagt, oh, hat einer meinen Text geklaut, kann ich Geld verdienen, Abmahnung schreiben. Ich würde es einfach nicht tun. Auch, dass man selber beklaut wird. Man vielleicht ja. Aber das, wenn man es mal gucken will, das Copyscape eine wunderschöne Suchmaschine, da gibt man Teile seines Textes ein und kann sehen, ob andere den schon irgendwo haben. Kannst du gerade mal aufrufen. Wie heißt die bitte nochmal? Ja, Copyscape. Da war noch irgendwo eine Frage, habe ich so im... Da ist noch eine. Tja, jetzt gehen wir herzlich willkommen ein. Das war jetzt schön, ja. Scheiße. Bei herzlich willkommen kriegt man gerade einfach. Sehr schön. Ja, ein bisschen Spaß haben. Da war noch eine Frage. Was sind eure Empfehlungen für Bilder? Macht ihr eigene Sitemaps? Genau. Es kommt auf die Gesamtseite drauf an, würde ich einfach mal sagen. Wie groß ist die Seite, dass man eine, also es geht darum, ob man es, also Sitemaps kann man ja trennen und ob man eine ganz eigene Sitemap für Bilder machen sollte. Volumen. Also was sind die Empfehlungen, damit man Bilder besser in die Bildersuche reinbringt? Da würde ich an anderer Stelle ansetzen. Sind wir uns also, einig? Ja, mir wären da andere Sachen wichtiger, weil die Sitemap bringt dir eine Geschwindigkeit. Aber mir wären wichtiger, du hast einen vernünftigen Dateinamen, wo drin steht, was im Bild ist, du hast einen vernünftigen Alttext, du hast eine vernünftige Größe, dass du keine Mini-Bilder hast. Das wäre mir da viel, viel wichtiger. Beantwortet das die Frage soweit? Ja, vielleicht auch noch der Punkt, also dass Google halt auch Zugriff auf die Bilder hat, so was wir am Anfang mal hatten. Ne? Ja, der Zugriff auf die Bilder muss da sein, ganz klar. Der Bildersuche halt dann noch. Genau, und die Bildersuche wird immer wichtiger. Also Google erkennt in der Zwischenzeit tatsächlich auch Bildinhalte und kann die zuordnen. Also es ist nicht mehr so, dass es nur ausschließlich über den Namen und über das Alt-Tag und den Link geht, sondern es geht tatsächlich auch, dass die in den Pixeln was erkennen können. Ja. Das, je besser das Bild, desto besser in der Bildersuche. Ist der Name von der Datei auch wichtig? Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja, viel Spaß. Ich habe Kunden, die mir dann so einen Namen mit Leerspace. Pro Bild 5 Minuten. So. Alexander. Ja, nochmal ein konstruierter Fall. Ich habe einen Kunden, der hat eine Unternehmenswebsite als sozusagen Deckel und dann hat er verschiedene Produktkategorien, wo er jeweils Landingpages macht. So, jetzt haben wir bei jeder Landingpage das gleiche Impressum, die gleichen Kontaktangaben, die gleichen, also vieles ist sehr ähnlich. Die Produkte unterscheiden sich natürlich in die Kategorien. Kann das durch Impressum, durch irgendwas Probleme geben mit Duplicate Content? Raus aus dem Index. Einfach aus dem Index nehmen, fertig. Ja. Und auf der Hauptunternehmensseite indizieren lassen, einmal gutes. Ja. Ja, so. Okay. Wenn überhaupt, weil letztendlich Impressum ist nicht so ist wirklich interessant. Impressum Datenschutz muss da sein, aber ist nicht wirklich das, was man im Index haben muss. Ja, ist nichts, womit man ranken will normalerweise. Ja. Aber separate URLs, habe ich richtig verstanden. URLs, ja, dann. Und eigenen Produktnamen dann jeweils. Also immer Firmennamen und dann Produktnamen. Ja. Wenn du mal was nutzt von der Seite, dann vielleicht mit der Canonical arbeiten. Deswegen habe ich vorhin so nachgehakt. Ja. Nochmal das Thema Bilder. Viele Tools, sage ich mal, zu Bildergalerien-Darstellung machen ja noch die Previews, die Sums,
verschiedene Größen, die haben dann kryptische Namen. Ist das relevant oder reicht das Hauptbild, das Originalbild, dass das entsprechende Namen hat? Willst du? Also ich bin der Meinung, dass Google das Größte nimmt und von daher müsste es das Hauptbild sein. Kann ich Bereiche auf der Webseite ausschließen von der Indizierung? Also wenn er die Webseite indiziert und nur bestimmte Bereiche, bestimmte Divs oder so, wenn ich jetzt das Impressum, also Landingpage, komplett inklusive Impressum, also nur der untere Teil dieser Webseite. Du bist bei einem One-Pager quasi. Da war was, das ist ja dann... Es gibt einen Tag von Google, das ist ein HTML-Tag, den ich reinschreiben kann, dass er den Bereich, das ist wie ein HTML-Kommentar, müsst ihr einfach mal googeln, das sieht ein HTML-Kommentar, dass alles, was ich dazwischen setze, wird nicht indiziert. Ich mache das bei, wenn ich jetzt zum Beispiel mobile Webseiten habe, habe ich ab und zu mal das Menü doppelt halt, dass ich halt ein Menü doppelt reinpacke, weil es für die mobile Seite sein sollte. Und es gibt einen Tag wie ein HTML-Kommentar, den setze ich rein und da steht dann irgendwie Google No Index, was ich da reinschreibe. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und dann, wenn ich das dazwischen reinschreibe, wird das von Google nicht indiziert. Das war für die One-Pager eine Lösung. Wir sind zeitlich eigentlich jetzt so am Ende der Session. Sprich, noch zwei Fragen vielleicht und den Rest müssten wir dann später verlagern noch. Bilder. Google, wenn Google jetzt in den Pixeln was erkennt, ist Google dann auch schon so weit, dass die dass das quasi guckt, ob der Inhalt zur Bildbeschreibung passt oder ist es noch nicht so weit? Das ist eine spannende Frage, da muss ich ganz ehrlich passen. Aber die Frage ist gut. Also ob Google eben die Bild. Das Aussehen des Bildes tatsächlich mit der Beschreibung abgleicht. Genau. Liegt nahe, aber da habe ich keine Erfahrungswerte. Also. Nee, dann würde man ja auch nicht machen. Wenn ich jetzt Kinderwagen verkaufe, dann schreibe ich Kinderwagen drunter und den Namen. Aber jetzt rein theoretisch. Ist von, wie gesagt, ist, ja, gute Frage. Eine letzte Frage. Ich habe eine Frage zu den Bildern. Sind Stockfotos, sind eigene Fotos, Stockfotos vorzuziehen? Ob eigene Fotos, Stockfotos vorzuziehen, ist eine ganz eindeutige Antwort. Ja, Ausrufezeichen. Auch das, Bilder werden auch als Duplicate-Content gewertet, wenn sie immer die gleichen auftauchen. Und da ist die Google-Bildersuche einfach genial. Man kann wirklich da auch Bilder eingeben und kann mal gucken, wie oft wird das in welchem Zusammenhang verwendet. Und wenn es dann für den eigenen Zusammenhang überhaupt noch nicht gewertet würde oder noch nicht auftaucht, kann man es vielleicht aber eigentlich immer eigene. Wenn möglich. Wenn möglich. Dankeschön. Wir sind noch da, wenn Fragen da sind. Spannende.